Sag mal, Kira, stehst du eigentlich auf getunte Autos, so richtig Fast and Furious und so? Ich weiß nicht, aber es ist schon oft ganz interessant anzugucken, um ehrlich zu sein. Ja, ich muss auch sagen, ich finde es schon ziemlich faszinierend, wie viel Zeit, Liebe, Geld manche Menschen in ihre Karren so reinstecken. Und die Ergebnisse, die sind schon irre. Ja, absolut. Und bewundern kann man nämlich solche Kunstwerke auf vier Rädern gerade am Bodensee. Dort findet gerade nämlich die größte Tuning-Messe Europas statt. Und unser Reporter Manfred Sedelbauer ist für uns vor Ort. Wer sonst? Die Tuning World Bodensee, das Mekka für alle Autofans. Aufgemotzte Karren, quietschende Reifen, qualmender Auspuff und ganz viel nackte Haut. Doch ist das wirklich so oder ist das nur ein Klischee? Und welche aufgemotzten Autos sind in diesem Jahr die Hingucker? Auf geht's! Mehr als 1500 getunte Wagen, mehr als jemals zuvor, sind in diesem Jahr auf der Tuning World am Bodensee ausgestellt. Bis zu 80.000 Besucher strömen an den Messetagen durch die Tuning World. Sie alle teilen die Faszination Auto. Tolle Autos, ist einfach die Atmosphäre ist einfach toll. Jetzt war natürlich Corona, da war das schade, dass es ausgefallen ist. Deswegen umso besser jetzt, dass es wieder stattfinden kann. Hier schöne Folierung, da ist für jeden was dabei. Steffi aus Augsburg lebt die Branche. Seit Geburt ist der Social Media Star in der Szene aktiv und hat sich ihren Traum erfüllt, ihr eigenes Auto auf der Messe auszustellen. Ich habe meine Autos, meine Barbie-Autos, die waren schon getunt, die hatten Chromfelgen und Ledersitze, also die Puppen haben mich nicht interessiert. In Urlaub, wenn wir gefahren sind, habe ich die Automarken gezählt und die Auspuffrohre, je mehr, desto besser. Also vier waren immer schon mein Highlight. Ja, ich hatte das schon immer irgendwie im Blut und bin natürlich sehr stolz, jetzt das eigene Auto auch so umbauen zu können und zu besitzen. Jenny und Maria arbeiten schon seit Jahren auf der Tuning World. Kein einfacher Job bei all den Männern. Das gehört zu unserem Job. Ja, wir werden jedes Jahr aufs Neue deswegen gebucht, dass wir natürlich auch irgendwo der Anziehungspunkt sind. Ja. Deswegen stechen wir auch vielleicht mit dem Outfit ein bisschen raus, ja, was wir auch müssen, ist unser Job. Und schmeichelt eigentlich gar nicht, sondern für uns ist das einfach wirklich Job. Ja. Aber auch diese Offenheit, wir bekommen ja auch das Feedback, Mensch, ihr seid so offen, mit euch kann man auch mal kurz quatschen. Von wem machen Sie mehr Fotos, von den Autos oder von den Frauen? Also von den Autos gar kein, nur von den Frauen. Ein kleiner Jägermeister. Don't drink and drive. Deshalb die Karre lieber stehen lassen. Bei Adrian dreht sich alles um einen Kräuterlikör. Es war so eine Idee, man hat eine Zapfanlage gekauft, dann hat man die mal ins Auto hinten reingestellt, weil das hat noch keiner. Und dann ist so die Idee entstanden und dann schlussendlich immer mehr umgebaut. Ganz nüchtern geht's einen Stand weiter bei André zu. Dafür kunterbunt. Das Auto selber hat es von VW so gegeben, mit den Grundfarben. Da hat VW vier Polos hergenommen und nur die Blechteile untereinander getauscht. Aber ich sehe noch ein bisschen viel Grau, da muss noch was getan werden, oder? Ja, man hat noch länger wahrscheinlich. Bei all den getunten und vor allem neuen Autos muss ich sagen, dieser Bulli hier, der lässt wirklich mein Herz höher schlagen. Was in diesem Jahr allerdings nicht zu sehen ist, die Wahl zur Miss Tuning. Ein Schönheitswettbewerb, der seit Jahrzehnten einfach zur Messe dazugehört hat. Der Grund? Wiederholte Sexismusvorwürfe. Zu sexy für Zeitgeist. Absolut überzogen. Mir ist es egal. Also gehört eigentlich dazu. Ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass es nicht mehr ist. Vor allen Dingen könnte man jetzt auch bei mir aus dem Miss, also Mr. Tuning aufstellen. Also der wärst dann du. Also ja, den werde ich nicht. Also ich würde mich da schon aufstellen lassen, ja. Was sagen denn die Messe-Experten dazu? Ich finde es einfach mega schade, dass es das nicht mehr gibt, weil was hat das jetzt mit irgendwie nackte Haut oder so zu tun? Die sind immer ordentlich angezogen, ja, und immer hübsche Mädels dabei. Also von dem her, ich finde es mega schade, aber jetzt ein Ersatz durch Mr. Tuning,
finde ich, ist auch nicht die Lösung oder das beste Auto oder sowas. Frauen haben auch eine Daseinsberechtigung in der Tuning-Szene und ich finde, das sollte für die kommenden Jahre wieder eingeplant werden, auf jeden Fall. Wegen reine Messe und hier sind nur Ausstellungsstücke hinter mir. Auf dem Asphalt, da geht's richtig ab. Aufgemotzte Karren, qualmender Auspuff, quietschende Reifen und auch etwas nackte Haut. Auf der Tuning World Bodensee gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt, kein Auto, was es nicht gibt und definitiv eine triftige Empfehlung für alle Autofans.